zwei Co-Moderatoren, die es absolut in sich haben. Sie stammen aus der berühmtesten Musikerfamilie Deutschlands. Begrüßt mit mir Malte und Angelo von der Kelly Family. Hallo Holger. Hallo. Wir freuen uns riesig, hier zu sein. So, dann würde ich sagen, lasst uns mal loslegen. Heute bei Top of the Pops. Jay-Z, Lama, Bryan Adams mit Melanie C. Touché, Emilia, Simply Red. Echt, Liana, Reims und Sascha. Außerdem der Top-Gewinn und die Top-News. Hier ist Berlin. Hier ist die Nummer 1. Hier ist Top of the Pops. Bei Top of the Pops gibt es die größten Stars, Hits und die spektakulärsten Chartbreaker. Zweithöchster Neueinsteiger dieser Woche ist Lamar. Damit ist ein Musikthema gleich zweimal in den Charts vertreten. No Man's Land, die Version von DJ Sarkin and Friends, ist auf Platz 12 der Singlecharts und war letzte Woche bei Top of the Pops zu sehen. Heute präsentiert uns Lamar eine weitere Version des Stückes. Mit dem Titel Shine ist er von 0 auf Platz 25 der Charts geschossen. Hier ist Lamar! Mallorca ist wirklich eine tolle Insel. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr die Reise zu Luna gewinnt. Ja, und ich natürlich auch, aber Party gibt's auch hier, oder? Ja klar, mit uns und mit Simply Red. Der Simply Red-Sänger Mick Hucknall ist ein großer Partygänger. Und so wie ich weiß, zieht er manchmal so richtig die Nächte durch. Auf der Bühne verwandelt er sich dann in einen genialen Live-Sänger. Und ich glaube, kein Weißer hat so viel Soul in der Stimme und so viel Poesie in seinen Texten. Auf sein neues Single, To Be Free, zitiert er sogar Shakespeare. Das hat doch was. Na jetzt hier, exklusiv bei Top of the Pops, Simply Red mit To Be Free. Die nächsten Gäste haben fast den Sprung in die Top 20 geschafft. Auf Platz 22 der aktuellen Singlecharts. Sie nennen sich nicht nur echt, sie sind es auch echt cool. 1998 hatten die fünf Jungs aus Flensburg ihren absoluten Durchbruch. Und dieser Erfolg hat natürlich ihre Freundschaft auch noch mehr zusammengeschweißt. Und seit Anfang Dezember wohnen die fünf Jungs sogar zusammen in einer WG und kommen gerade frisch aus ihrem Urlaub in Südafrika zurück. Hier sind echt mit Wo bist du jetzt? Bei Top of the Pops sind heute dabei Malte und Angelo von der Kelly Family. Und Touché, Bryan Adams und Melanie C. Jay-Z und Emilia. Sag mal Malte, wir haben jetzt die ganzen Künstler vorgestellt, die hier ihre neue Single präsentieren. Was ist denn mit der neuen Single von der Kelly Family? Ja, die neue Single kommt am 1. Februar raus. Es heißt Oh It Hurts. Und wir freuen uns, wiederzukommen zu Top of the Pops. Ja, da freue ich mich natürlich auch. Und wir freuen uns jetzt alle gemeinsam auf eine amerikanische Künstlerin, die man eigentlich gar nicht beschreiben muss, denn sie ist ein absoluter Superstar. Sie ist erst 16 Jahre alt, kann es aber locker mit Mariah Carey oder Whitney Houston aufnehmen. Sie hat schon ein Duett gemacht mit Elton John zusammen, das mag schon was heißen. Und ihr Album Sitting on Top of the World hat sich millionenfach in Amerika verkauft. Und ihre neue Single How Do I Live stand 30 Wochen in den amerikanischen Top 10. Wahnsinn! Wahnsinn, sie hat wirklich eine tolle Stimme. Hier ist sie, Leanne Rimes, auf Platz 42 der deutschen Singlecharts. Die Party bei Top of the Pops geht weiter. Nach ihrem Hit YMCA haben Touché gleich den nächsten Knaller nachgelegt. This Goodbye is Not Forever, die zweite Single aus ihrem Erfolgsalbum Kids in America. Ja, und achtet mal auf Glenns Gesang. Der Effekt ist genau derselbe wie bei Cher mit Believe. Ganz frisch auf Platz 47 der Singlecharts. This Goodbye is Not Forever. Hier sind Touché. Kelly, Mariah Carey und Whitney Houston. Es gibt viele Top-Künstler, die als Duo eine Ballade aufnehmen. Zwei Superstars, die es ganz anders machen, sind Bryan Adams und Melanie C. Sie haben als Duett einen richtigen Rock-Hit aufgenommen. Und Melanie C. beweist, dass sie eine richtige Rockröhre sein kann. Dieser Song bringt wirklich frischen Wind in die deutschen Charts. Hier sind Melanie C. und Bryan Adams bei Top of the Pops, When You're Gone. Yeah. Oh, it hurts to love sometimes. Das ist ein cooler Lied. Oh, it hurts. Kennst du das denn nicht? Das ist unser neues Single für unser Album. Ach so. Mehr Musik und mehr von der Kelly Family gleich bei Top of the Pops. Jetzt bei Top of the Pops.
einer der kreativsten Köpfe des Hip-Hops und schon seit Ewigkeiten im Rap-Geschäft dabei. Früher schrieb er Hits für Foxy Brown oder Puff Daddy. Inzwischen ist er selbst ein Star und sein aktuelles Album Hard Knock Life Volume 2 ist mittlerweile das bestverkaufte Hip-Hop-Album aller Zeiten. Mit seinem Song Hard Knock Life ist er in dieser Woche in die Top 5 der deutschen Single-Charts eingestiegen. Ja, und dieses Single ist mittlerweile auch bei uns vergoldet. Hier ist Jay-Z featuring Damon Dash. Yeah! Bevor wir verraten, wer die aktuelle Nummer 1 ist, kommen wir zu etwas ganz anderem. Wir wollen ja auch ein bisschen was von euch wissen. Sag mal, ihr seid gerade umgezogen und im Winter auf einem Schloss muss doch grandios sein. Es ist einfach traumhaft. Es ist so schön. Ist das auch noch so richtig mit Kohleheizung oder? Mit Holz. Mit Holz, okay. Gut, kommen wir zur Musik zurück. Über die Single haben wir schon gesprochen. Wie läuft das Album, Angelo? Hervorragend. Also die Resonanz vom neuen Album von The Hearts ist wirklich so super. Gut, dann wünsche ich euch weiterhin viel Glück damit und wir würden jetzt eine andere Frau. Wir erheben uns für Emilia. Und jetzt die neue Nummer 1 in den deutschen Single-Charts. Hier ist noch einmal Emilia.